Bis zu 1 Million Menschen beteiligten sich in den Kriegsjahren an der Partisanenbewegung. Nach und nach gelang es aus den einzelnen Abteilungen, eine einheitliche Bewegung mit dem zentralen Hauptquartier in Moskau zu schaffen. Ein Teil der Partisanen waren die Rotarmisten, die in die Einkreisung gerieten. Ein Teil waren Offiziere, die speziell für die Arbeit im Rücken ausgebildet wurden. Partisanen kämpften im ganzen Land, aber am erfolgreichsten in Weißrussland. Die dichten Wälder ermöglichten es, hier ganze Partisanentruppen und Divisionen zu schaffen. Es entstand der Begriff Partisanengebiet, ein großes Gebiet, das von den Nazis nicht kontrolliert wurde. Die Partisanen zogen die großen Kräfte des Feindes zurück, störten die Versorgung der Front. 1943-44 begann der Schienenkrieg. Wegen ihm wurden Transporte des Gegners um 40% reduziert. Als Antwort rächten sich die Faschisten grausam, indem sie Zivilisten ermordeten. Die Partisanen wurden nicht gefangen genommen. Sie galten als Banditen und wurden vor Ort hingerichtet. 190 Partisanen wurden Helden der Sowjetunion.